Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen die Controllerhalter, also einen der Controllerhalter jetzt aufbauen. Ich habe ja zwei. Wir wollen jetzt mit dem anfangen und ja, dafür wechsle ich jetzt gleich mal in die Unboxing-Ansicht. Habe ich ja bei Temu bestellt, Link findet ihr in der Videobeschreibung, dann werden wir mal wechseln. So, da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Und das ist einer von den beiden Controllerhaltern, die wir zusammenbauen wollen. Ah, okay. Und so, dann müssen wir mal gucken. Achso, der ist hier. Ah, alles klar. Okay, gut. Jetzt weiß ich, wo der Unterschied ist und warum der anders verpackt ist. Ich habe ja noch einen, da ist die Platte durchsichtig und ein bisschen dünner, logischerweise. Und das sind zwei einzelne Elemente. Und hier ist es halt komplett ringsherum, also wesentlich stabiler. Das ist cool. Och, Herrgott. Ey, das ist so ein Ding. Hier ist auch nirgendwo irgendwie, dass man sagt, hey, komm, wir machen da mal ein Nippelchen oder so, dass du das halt. Muss ja halt nur hier oben zum Beispiel oder hier an der Ecke so ein kleines Nippelchen sein, was dünn ist, was man dann wegbrechen kann, dass man das. Ja? Das wird ja nicht gleich das ganze Plaster dadurch kaputtieren oder so. Oder denke ich da jetzt nur falsch? Könnt ihr ja nochmal in die Kommentare posten. Oder ist hier gar keins drauf auf der Seite? Doch. Ach. Hier ist was. Ah, hier habe ich. Also innen habe ich jetzt schon mal einen Angriffspunkt. Macht sich aber auch bescheiden ab. Nee, doch geht. Ach, ist nur innen, oder? Nee. Doch, ist nur innen. Außen ist gar keine Schutzfolie. Oder? Nee, außen ist keine Schutzfolie. So, dann haben wir hier die weiße Platte. Da habe ich mir auch natürlich was bei gedacht. Da habe ich an PlayStation gedacht. Uff, um ehrlich zu sein. Weil die Controller sind ja weiß. Das Design von der PlayStation 5 ist ja, Konzept ist ja weiß. Und da habe ich gedacht, so eine weiße Platte kommt da geil. War jetzt nur meine Intention. Ist das jetzt egal, wie rum ich das mache? Ja. Oder? Nee. Ja, das ist, glaube ich, egal. Ah, so. Jetzt ist es auch fest. Jetzt brauchen wir aber noch, ihr seht es hier unten auch, die Gumminippel. Damit es halt vernünftig steht. Und wenn was wackelt, halt nicht hin und her schubbert. So. Und schon haben wir den. Also ich finde den sogar besser als den zweiten, den ich geholt hatte, weil hier die Rückwand mit bei ist.
Ja, also ist, bei dem anderen ist halt praktisch nur dieses Teil und dieses Teil, was dann halt hier einzeln rein ist. Aber hier finde ich das ein bisschen stabiler. Ja, man könnte das auch noch beleuchten, wenn man dann halt hier unten irgendwie so einen kleinen LED-Streifen ranklebt. Den würde ich aber von innen machen oder so. Also von innen würde ich den dann hier so rankleben. Also verdreht rum, also dass man den halt hier so einmal rummacht. Und das Anschlussteil, achso, das ist ja dann ein bisschen doof mit dem Anschlussteil. Obwohl, den dünnen Kabel kriegt man ja auch hier unten durch. Hier ist ja noch ein bisschen Lücke. Ja. Dann würde das wahrscheinlich auch so erleuchten. Und dann halt. Aber geil wäre natürlich, wenn es von unten, wenn man hier unten ein LED-Band machen würde und dann ruf, aber dafür ist halt der Platz nicht da. Aber mal gucken, als kleine Anregung vielleicht. So, ich werde euch natürlich dennoch ein Bild reinmachen. Am Ende, damit ihr sehen könnt, wo es jetzt steht und wie es aussieht mit Controllern. Vielleicht mache ich auch von dem anderen gleich ein Bild mit drin, das weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal, muss ich mir noch überlegen, damit ihr das sehen könnt, wo es steht und wie denn mit Controllern aussieht. So, also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Für die paar Euro kann man da auf jeden Fall mal zugreifen. Aber ein bisschen schräg ist es hier, oder? Ja, das ist ein bisschen schräg, guck mal. Ist ein bisschen schief. Ist bestimmt durch den Transport. Kann man nochmal gucken, wenn man das. Ich will es ja auch nicht wegbrechen. Weil hier. Ja, guck mal hier. So ein bisschen was fällt schon ab. Vom Schneiden noch dran geblieben ist. Hier auch. Ja, hier auch. Hier nicht. So. Aber trotzdem, der müsste das ja halten. Aber ich will halt jetzt nicht so viel drum biegen. Ja, mal gucken, vielleicht steht er also ja noch gerade. Ja. Auch für die paar Euro kann man da nicht verkehrt, nichts verkehrt machen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wartet auch schon wieder. Verarbeitet ist es ganz gut. Wir haben hier keine scharfen Ecken, Kanten. Ja. Und ja, mal gucken, wie es dann aussieht mit Controllern. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.